mal. Moin ihr Lieben, ihr habt mir letztes Mal vorgeschlagen, dass ich mal Unisex-Kleidung teste und da dachte ich mir, das ist eine gute Idee. Habe ich nämlich noch nie in meinem Leben gekauft. Ich habe erst vor kurzem auch mal angefangen, ab und zu mal Männerkleidung zu tragen und deswegen war ich sehr gespannt, wie sieht Unisex-Kleidung eigentlich an unterschiedlichen Menschentypen aus. Aus wie ein Lauch. Ich bin halt so ein Stäbchen und wenn man dann so eine fette Jacke drauf packt, das sieht so unproportional aus. Ich sehe oben aus wie und unten der Pulli an sich geht. Der ist halt sehr schlicht. Also ich fühle mich sehr, sehr bequem. Sowas trage ich gern zu Hause, weißt du? Ich finde diese Farbenkombo ist echt geil. Die beiden Farben würde ich dann alleine nicht tragen, aber wenn man das zusammen tut, die blaue Jacke ist perfekt und die Hose Ivy Park, die passt sehr, sehr gut. Es sieht so aus, wie für dich gemacht. Also die Joggingpants sind gar nicht meins. Den Hoodie allein, den würde ich tragen, weil den finde ich eigentlich cool. Ich finde, es ist nicht irgendwie männlich oder weiblich. Gibt's sowieso nicht. Man kann alles tragen, egal welches Geschlecht man hat. Ist mir zu baggy. Ich meine, ich glaube, die Hose allein würde ich schon tragen zu Hause. Den Hoodie allein würde ich auch tragen. Es ist nichts, womit ich rausgehen würde und sagen würde, okay, damit fühle ich mich jetzt gut gestylt und wohl. Ich finde, es ist immer schade, dass Männer geile Sachen haben und die haben auch geile Sachen. Also alle meine T-Shirts, die so ein bisschen baggy sind, die sind halt immer von Männerabteilung. Brightfish ist geboren für dieses Outfit. Ja, sehe ich so. Du bist in dem Outfit geboren. Ja. Also Tommy, du hast den Assi-Tomic in dir gefunden. Ja, das ist tatsächlich was ich niemals tragen würde. Ich trage sowas, nee, ich trage sowas nicht. Ich habe nie so eine Bomberjacke gehabt. Ich habe nie so einen Pulli gehabt, wo sowas hier dran ist. So, ich kaufe halt oft so Männersachen, so Unisex-Sachen zu Hause. Und viele Jacken von mir, die sind halt so baggy. Ich liebe sowas. Kaufst aber du auch Unisex-Sachen? Ja, aber so etwas Ding, das ist mir egal, was für welches Geschlecht das gehört. Aber wenn es an mir gut aussieht, dann kaufe ich das. Also kaufst du auch in der Frauenabteilung? Ja, ich hab so ein Whitney Houston T-Shirt. Und, was sagt ihr zu mir? So genauso wie bei Tommy. Es ist halt, passt nicht zu mir, ne? Es passt nicht zu dir. Aber so erschreckend, dass es so gut zu dir passt. Ja, das T-Shirt ist echt ein bisschen groß und das ist S. Dieses T-Shirt ist S. Das ist S? Ja, es ist S und es ist halt echt wie ein Zelt. Farbe finde ich, also von dem Hemd finde ich toll. Ich habe Glück, dass ich viel schwarze Sachen zu Hause habe, deswegen würde das passen zu allem. Ich mag die Länge nicht. Wenn ich das so trage, dann sieht das halt wie, I don't know, komisch. Die Farbe mag ich auf jeden Fall. Du siehst einfach intelligent aus, während wir so ein bisschen einfach aussehen. Genau. Das einfache Fußvolk. Wir sind das einfache Fußvolk. Also so würde ich es jetzt nicht tragen. Man müsste es halt irgendwie stylen, irgendwie rein, so irgendwie. Jetzt fühle ich mich wirklich wie ein Country Girl. Also ich würde es natürlich nicht kombinieren mit der Hose, ist es langweilig von den Farben. Aber das Hemd an sich finde ich ganz cool. Ich sehe halt sehr schnell verloren aus mit so weiten Shirts, ne? Tommy, wir beide mögen es gerne eng. Ja. Und ihr beide mögt es, glaube ich, ganz gerne baggy auch. Also, ich finde es eigentlich geil, wenn man es richtig einsetzt. Es ist vielleicht irgendwie knotet hier oder hier knotet. Aber auf jeden Fall finde ich, dass es allen steht tatsächlich. Und die Farben stehen allen. Die Farben, die stehen wirklich euch an. Das stimmt, finde ich auch. Also, wenn es runter eng ist, dann darüber das aber weite. Offen, das finde ich nice. Du würdest es nicht zutragen, oder? Nein, ich würde es auf jeden Fall offen tragen. Ja. Dieses T-Shirt ist auch. Das sieht aber auch cool aus. Ja, also, voll, das passt bei voll gut. Bei Brian sieht das so gut aus. Ja, das sieht voll gut aus. Haben wir geklärt? Next! Wie setzt man diese Mütze eigentlich auf? Ich habe noch nie so eine Mütze aufgehabt. Du gehst hier so rein mit den Händen? Ja. So? Und dann? Jetzt auf den Kopf setzen? Müssen die Haare rein? Nein, einfach drauf. Was zum Teufel ist? What the fuck? Lisa? Sorry. Du lachst nur, weil es so besonders schön aussieht, oder? Das sieht halt so wie Military, keine Ahnung. Ich finde die Länge ganz geil, dass das Shirt zu länger ist. Und es muss auf jeden Fall hochgekrempelt sein, weil wenn man das runterzieht, sieht es aus wie so ein Schlafanzug-Oberteil. Ziemlich lang. T-Shirt ist auf jeden Fall bequem und die Mütze finde ich auch echt süß. Also ich dachte, ich werde mich so wie French Girl fühlen, aber ich fühle mich wie irgendwelche so Soldier, weißt du, in der Army. So. Wie hast du das angezogen? Ich habe einfach so auf dann so meine Haare reingeschoben. Oh, es ist so weit. Und vor allen Dingen, es geht nicht weiter runter, weil deine Haare so hoch sind. Ich finde die Größe nice und wenn ich das alleine ohne eine Jacke anziehe,
würde ich die Chrissy so haben wollen. Aber wenn ihr mich seht, würdet ihr denken, dass es Unisex ist, würde ich nicht erkennen. Ich würde erstmal denken, dass das in männlicher Abteilung gekauft würde. Weil, wie ich schon gesagt habe, ich kaufe halt gerne in männlicher Abteilung. Okay. Also ich würde das nie als Unisex betrachten. Also ist halt auch wirklich sehr weit auch, ne? Wenn du das so steckst, ne? Mhm. Dann sieht es bei dir süß aus. Aber ich finde das eigentlich ganz geil, dass es so weit ist und unten dann zusammengeht so ein bisschen. Yeah. Das mag ich gern. Ich trage jetzt auch L. Also wenn das jetzt M wäre, ja, genau. Lustig, dass du das mit Männerkleidung assoziierst, weil das habe ich gar nicht. Ich glaube, man muss echt aufhören, in diesen Kategorien zu denken. Ich wollte mal so eine Kette kaufen und meinte so, oh, das ist so Jeans für einen Mann. Da irgendwie so, ja. Wenn ich das haben möchte. Ich mochte früher halt lieber nur enge Sachen. Ich mochte weites gar nicht, weite Sachen. Und seit ich gerne auch weite Sachen mal trage, finde ich halt die Männerabteilung auch interessanter. Es ist wirklich egal, ob ihr Männer oder Frauenkleidung tragt. Manche Sachen haben bei Bright gut ausgesehen, bei Tommy aber nicht so dafür, aber bei Lisa wieder gut. Also es hat echt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Solange ihr euch darin wohlfühlt und es zu eurem Typ passt, hier findet ihr noch mehr Videos. Hier findet ihr ein Video, in dem ich One-Size-Kleidung getestet habe. Hier gibt es eine Werbung versus Realität. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann sehen wir uns nächsten Donnerstag um 16 Uhr. Bussi, Baba.